Es soll nämlich darum gehen, wie kompetent wir mit Informationen umgehen können, denn das hängt ja auch an technischen Hürden. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was eigentlich Desinformation, gerade auch jetzt noch in Zeiten von Corona, uns für Hürden in den Weg legt, technisch getrieben. Denn auch das habe ich schon kurz angerissen. Natürlich lassen sich Medien manipulieren. Mehr darüber wird uns jetzt Martin Steinebach erzählen. Er ist IT-Forensiker am Fraunhofer Institut. Und auch da sollten Sie die eine oder andere Verständnisfrage haben. Dann dürfen Sie gerne auf slido.com gehen, unseren Eventcode eingeben, 74024 und Ihre Frage dort loswerden. Und jetzt wünsche ich Ihnen maximale Informationen, ganz direkt von Martin Steinebach. Ja, hallo und vielen Dank für die freundliche Einführung. Und Sie haben es ja schon gesagt, ich werde jetzt so eine bisschen technischere Sichtweise drauf geben. Ich werde jetzt auch gleich in die PowerPoint-Präsentation schalten, damit Sie hier meine ganzen Ausführungen ein bisschen mit Beispielen unterlegt bekommen. Aber insgesamt einfach nur noch wichtig, Desinformation in Medien ist für mich jetzt wirklich digitale Medien, also Audio, Video, Bild. Es geht ja nicht so sehr darum, jetzt die Medien als soziale Medien, Fernsehen, Nachrichten oder Ähnliches zu diskutieren, sondern bei mir geht es jetzt wirklich darum, das Atom des digitalen Mediums, das Bild, Video, der Ton, wie kann der ein Problem darstellen? Und dementsprechend hier diese Präsentation Desinformation durch Medien. Wir werden jetzt ein paar Beispiele sehen, in denen wir einfach erkennen können, wie denn manipulativ digitale Medien eingesetzt werden können. Und da gibt es wirklich ganz verschiedene Ausprägungen, die von, das kann eigentlich jeder machen und passiert auch sehr häufig, bis hin zu spannenden neuen Technologien gehen. Das heißt, das, was man am verbreitetsten tatsächlich sieht, sind einfach Medien, die im falschen Kontext gesetzt werden. Das ist hier dieses Beispiel mit der dieser politischen Aussage, Diätenerhöhung, da sind ganz viele Abgeordnete im Raum, bei irgendwelchen anderen wichtigen Diskussionen sind es ganz wenige. Die Fotos stammen aber einfach gar nicht aus den entsprechenden Sitzungen. Das heißt, da hat jemand einfach die Realität so dargestellt, wie er sie gerne möchte und hat dazu irgendwelche anderen Bilder aus dem Kontext genommen. Und das kann man natürlich schwer einfach überprüfen, weil man sieht die Bilder, man bekommt gesagt, das ist ein Foto von der und der Situation. Und jetzt muss man halt eben im nächsten Schritt rausfinden, ja, ist das wirklich die Situation? Das kann auch ein bisschen komplizierter werden, wenn man mit Montagen arbeitet. Das heißt, man nimmt dann verschiedene Fotos und führt die Fotos zusammen, wie wir hier unten bei dem Foto mit dem Terroranschlag bzw. diesem Axtmörder sehen. Die beiden Personen sind nie zusammen auf einem Bild gewesen. Das ist einfach zusammenkopiert worden, um dann in der Desinformationskampagne zu behaupten, es gibt da einen Terroranschlag mit vielen Opfern. Und im nächsten Schritt geht man dann so weit, dass man wirklich Bilder manipuliert, dass man eine Szene so verändert, dass aus einer am Mikrofon plötzlich eine Schusswaffe wird, die jemand in der Hand hält, Handbewegungen werden verändert oder auch andere Bildinformationen. Das ist so das, was man klassisch unter Photoshoppen versteht, also Bilder manipulieren. Und was wir heute ganz stark in der Diskussion immer wieder sehen, sind sogenannte Deepfakes. Das ist dann die Manipulation von Videos. Da werden hauptsächlich Gesichter verändert. Das heißt, ich habe Personen und die Personen werden dann ausgetauscht oder den Personen werden Ausdrücke oder auch Gesprochenes in den Mund gelegt. Und das geht dann mit Methoden des maschinellen Lernens. Und was einem klar sein muss, ist, dass das Erkennen dieser Manipulationen sehr unterschiedlich sein kann. Also sowas wie Medien, die aus dem Kontext gerissen worden sind, da muss ich einfach nur das Medium, das Bild wiedererkennen. Das heißt, ich brauche sowas wie die inverse Bildersuche. Ich muss irgendwie sehen, das Bild wird hier gerade in der aktuellen Kampagne verwendet. Dabei gibt es dieses Bild schon seit 10 Jahren, also kann da irgendwas nicht stimmen. Wenn ich jetzt Montagen erkennen möchte,
habe ich ja eigentlich das gleiche Problem. Ich muss nur die Bilder aus der Vergangenheit kennen, aus denen diese Montage zusammengesetzt worden ist. Nur habe ich dann hier schon das Problem, dass die Suche viel komplexer wird, weil ich eben nicht mehr nach vollständigen Bildern suchen kann. Und wenn ich dann erst mit Manipulationsmethoden anfange, wenn ich erkennen möchte, ob Objekte übermalt worden sind, Dinge dupliziert worden sind und so weiter und so fort, dann muss ich tatsächlich für jede Art von Manipulation eine eigene Software, einen eigenen Algorithmus entwickeln, der diese Manipulation erkennen kann. Das sind meistens dann Methoden, die statistische Abweichungen von einem Normalmodell mit sich bringen. Ja? Aber vom Prinzip her, wie gesagt, jede Art von Manipulation hat ihre eigene Herausforderung und die sind auch durchaus unterschiedlich stark. Und eigentlich ist es noch ganz angenehm, dass diese aus dem Kontext gerissenen, einfach wiederverwendeten Bilder noch die verbreitetste Art der Manipulation sind, weil die am einfachsten wiederzuerkennen sind. Und vielleicht mal so ein kleiner Exkurs, da werde ich aber nicht ausführlich drauf eingehen. Wenn wir von Manipulation, Manipulationserkennung, Aufdecken von Desinformation sprechen, reden wir immer von einer gewissen Art von Echtheitsprüfung. Ja, das heißt, wir gucken uns an, ob die Medien authentisch sind, stammen die von den Quellen, von denen sie angeblich kommen, sind die Metainformationen wie Ort und Zeit auch tatsächlich korrekt. Und Integrität ist dann die Frage, hat jemand irgendwas an dem Medium manipuliert? Aber ohne jetzt jedes Feld in dem Schaubild diskutieren zu wollen und erörtern zu wollen, wird man schon sehen, dass die Frage nach Echtheit eine ziemlich komplexe Frage ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter und gucken uns ein paar Beispiele an, weil ich glaube, das einfach das Griffigste ist und man da am einfachsten die Idee hinter den verschiedenen Fragestellungen nachvollziehen kann. Was wir hier haben, ist ein Beispiel für Medien im neuen Kontext. Wir haben also ein Foto von einer Frau, die aus einem Haus stürzt. Ursprünglich stammt dieses Foto aus einer Bilderserie von einem Selbstmordversuch, der gescheitert ist, weil die Person an diesen Fenstern, die da aufklappen, mehrmals hängen geblieben ist. Und das ist dann eine recht spektakuläre Bilderserie gewesen, die in manchen Zeitungen abgelichtet wurde mit eben dieser Aussage, dass die Frau wider Erwarten einen sehr hohen Sturz überlebt hat. Und diese Fotos wurden dann tatsächlich in mehreren Desinformationskampagnen verwendet. Immer mit der Aussage, wie man es hier jetzt auch oben bei dem Bild sieht, dass irgendein muslimischer Mob eine junge Christin aus dem Fenster gestoßen hat, dass also da jemand quasi einen islamistischen Anschlag auf Christen durchgeführt hat. Und das lässt sich, wie gesagt, relativ leicht erkennen, weil ich einfach nur dieses Bild wiedererkennen muss. Und ein Ansatz, den man da wählen kann, sind sogenannte Hash-Verfahren, insbesondere robuste Hash-Verfahren. Das heißt also, was wir hier haben, hier unten, das ist so ein typischer Beispielablauf für einen robusten Hash. Das heißt, ich habe ein Originalbild, dieses Originalbild wird vergröbert, es kommt dann zum Schluss auf der ganz rechten Seite diese Hash-Berechnung raus. Das ist dann letztendlich so eine Abstraktion des Bildes, die mit 256 Bit dargestellt werden kann. Und diese 256 Bit, die lassen aber Bilder trotzdem mit einer sehr hohen Genauigkeit wiedererkennen. Das heißt, wenn ich Bilder wiederfinden möchte, wenn ich eine riesige Datenbank von Bildern habe, vergleiche ich nicht Bild gegen Bild, sondern ich würde dann von dem Bild, das ich untersuchen möchte, einen Hash berechnen und dann vergleiche ich diesen Hash mit den ganzen Bildern, die ich in meiner Datenbank habe. Und das geht dann innerhalb von Millisekunden, selbst bei Millionen von Bildern. Und da kann ich dann tatsächlich sehr schnell eine Wiedererkennung durchführen. Und so in der Art funktionieren natürlich auch die inversen Bildersuchen, die man kennt. Bei Montagen wird es schon komplizierter, hatte ich ja schon erwähnt, weil ich da mit diesen robusten Hash-Verfahren nicht mehr so einfach arbeiten kann. Weil der robuste Hash, der wird ja von dem ganzen Bild berechnet und ich kann nicht vorahnen, welche Region von dem Bild
jetzt wiederverwendet wird oder nicht. Sonst könnte ich natürlich von den geeigneten Stellen jeweils einen Hash machen. Und bei solchen Montagen werden Bilder dann durchaus auch ineinander geblendet, skaliert, teilweise rotiert. Das heißt also, die Komplexität ist hier schon deutlich höher. Und was man dazu dann macht, das sind merkmalsbasierte Verfahren. Das heißt, man zerlegt ein Bild in seine markantesten Stellen und speichert dann Informationen über diese markantesten Stellen. Und das Ganze gestaltet man so, dass möglichst über alle relevanten Objekte im Bild noch markante Stellen gespeichert werden. Das heißt, wenn wir uns dann anschauen, haben wir im oberen Bereich eben markante Stellen von der Originaldarstellung. Wir haben also oben rechts das Bild von dem Täter, das aus einem Überwachungsvideo stammt. Wir haben unten rechts das Foto von dem Opfer, das vom Boston-Marathon stammt. Und dann sehen wir bei den beiden Bildern auf der linken Seite, wie jetzt der Täter und das Opfer jeweils durch diese markanten Punkte erkannt werden. Das heißt, in der Datenbank würde ich jetzt die beiden Bilder finden, wenn ich deren Merkmale vorher gespeichert habe, und könnte sogar sagen, an welchem Ort diese Bilder zusammenkopiert worden sind, kann also die verschiedenen Bildregionen ganz gut rekonstruieren. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Also da hat man bei den Hintergrundbildern, das wäre in dem Fall eben dieser Axtmörder, 100% Wahrscheinlichkeit, dass man es findet. Da treten also so gut wie keine Störungen auf. Und bei den Objekten im Vordergrund sind es noch 95%. Das heißt also, solche Manipulationen, die auf Montagen basieren, die lassen sich ziemlich leicht erkennen und sehr zuverlässig. Das Problem dabei ist eigentlich nur, dass man hier schon deutlich mehr Speicherplatz wie bei den robusten Hash-Verfahren braucht. Die robusten Hash, da habe ich für ein Bild ja nur 256 Bit gebraucht, also verschwindend gering. Hier geht es dann schon in die mehrere Kilobyte, je nachdem, wie viele Merkmale man speichert. Und das kann dann schon wieder bei großen Datenbanken zu Speicherproblemen führen. Ja, aber man sieht, das ist halt eine Gegenmaßnahme, die dann wieder in der Lage ist, auch die Steigerung der Komplexität gut in den Griff zu bekommen. Und dann kommen wir jetzt hier zu dem nächsten Punkt, das ist diese Veränderung von Medien. Da habe ich jetzt mal ein Beispiel rausgenommen aus der Geschichte, bei dem wir oben eine Gruppe von Politikern haben mit einem Schild, bei dem steht, ihr habt auch in schlechten Zeiten dicke Backen. Und das wurde dann unten in dem Bild, das rausgegeben wurde, einfach durch einen Copy-Move-Filter ersetzt. Das heißt, das Bild, das Schild wurde übermalt. Und das ist mit Bildverarbeitungswerkzeugen heutzutage ziemlich einfach durchzuführende Manipulation, lässt sich aber eben händisch schon nicht mehr so gut hinbekommen. Das heißt also, muss man dann schon die einzelnen Bilder sehr genau durchsuchen. Man sieht es, wenn man genau hinschaut, schon noch, dass da zwei identische Personengruppen in dem Bild vorhanden sind. Aber es ist deutlich aufwendiger, als sowas automatisiert zu machen. Und das sind ja noch die relativ einfachen Manipulationen. In der Zwischenzeit gibt es in der Bildverarbeitung ja eine ganze Reihe von Mechanismen. Aber auch hier gibt es dann Toolboxen, ganze Sammlungen von Werkzeugen, die einen in die Lage versetzen, Manipulationen zu erkennen. Und da sind wir jetzt schon wirklich in der ganz klassischen Multimedia-Forensik. Das heißt, wir haben immer die Situation, wir haben kein Original, weil dann wäre es natürlich leicht, wenn ich mein Originalbild einfach nehmen könnte und das mit dem vorliegenden Bild vergleiche. Ich habe auch vorher keinen Sicherheitsmechanismus durchgeführt, also ich habe keinen Hash gespeichert, auch keinen robusten Hash oder so, und ich habe auch keine andere Art von Integritätsschutz durchgesetzt. Das heißt, ich habe einfach ein Foto und dem muss ich dann entweder vertrauen oder nicht. Und dafür gibt es dann eben solche Forensik-Toolboxen wie das, was wir hier sehen. Da sehen wir jetzt ein weiteres bekanntes Beispielfoto, diese startenden Raketen.
Da war es tatsächlich so, dass eine von diesen Raketen im Originalfoto nicht gestartet ist, also nicht gezündet hat. Und in den Propagandafotos sind dann aber alle Raketen aufgestiegen. Und das wurde dadurch erreicht, dass die Rakete und der aufgewirbelte Rauch von anderen Bildausschnitten zusammenkopiert wurden. Und das kann man dann unten in dem Ergebnis des Werkzeuges eigentlich auch schon ganz schön sehen. Und dieses Werkzeug, das ist ein Teil einer Software, die wir entwickelt haben. Das geht eben her und zerlegt so ein Bild in lauter kleine Teile, speichert davon dann eine Art Prüfsumme und schaut sich dann an, inwiefern diese Prüfsummen im Bild mehrmals auftauchen. Und wenn wir so eine Häufung haben, dann schauen wir eben, gibt es vielleicht mehrere in der Nähe, die ähnlich gebaut sind, die ähnliche Eigenschaften haben? Habe ich also tatsächlich eine Häufung von diesen Häufungen? Und irgendwann kommt man eben am Punkt, dass man einen Schwellwert überschreitet und sagt, hier habe ich jetzt tatsächlich zwei Objekte, die eigentlich identisch sind, was in der Natur nicht auftritt. Und das ist tatsächlich der Ansatz, den man immer wieder verfolgt. Man baut ein Modell. Man sagt zum Beispiel, identische Bereiche in einem Bild existieren normalerweise nicht. Und dann entwickelt man einen Algorithmus, mit dem man überprüfen kann, ob dieses Modell jetzt hier tatsächlich zutrifft oder ob man nicht doch irgendwelche identischen Bereiche findet. Ja, und da muss man tatsächlich für jede Art von Angriff eine eigene Manipulationserkennungsmethode entwickeln, weil jeder Angriff ja irgendwie ein anderes mathematisches oder hypothetisches Modell von Bildeigenschaften verletzt. Ja, und dann kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, an dem wir sagen, jetzt wird das Ganze noch komplizierter, weil jetzt kommen wir zu den Deepfakes. Deepfakes machen dann letztendlich das, was man früher mit Photoshop gemacht hat. Nur mit maschinellem Lernen. Das heißt, ich kann ja hier das Video mal starten. Das ist jetzt hier eine Videoansicht und pausiere dann auch gleich. Was wir hier jetzt sehen, sind halt mehrere Nachrichtenvideos, bei denen drei von den vier tatsächlich gefälscht sind. Das heißt, bei drei von diesen vier Videos hat jemand mit Deepfake-Algorithmen das Gesicht manipuliert oder sogar ausgetauscht. Ja. Und man kann das, wenn man sehr genau hinschaut, an ein paar Stellen vielleicht visuell erkennen, aber die Qualität ist schon ziemlich hoch. Ich lasse das mal ein bisschen weiterlaufen und ja, man sieht halt eben, die Personen bewegen sich auch. Es hat eine relativ natürliche Bewegung. Und das hier ist jetzt die Auflösung. Wir haben also jetzt hier tatsächlich nur bei der Nachrichtensprecherin unmodifiziertes Bildmaterial. Die drei Herren, die sind alle ausgetauscht worden. Das ist natürlich dann schon eine spannende Herausforderung für jeden, der jetzt Medien konsumiert und auch ja, misstrauisch gegenüber Medien ist, weil er vielleicht auch wichtige Entscheidungen auf der Basis der Aussagen trifft, die er durch solche Medien dann ja, in irgendeiner Weise mit Informationen unterlegt bekommt. Das heißt, es ist schwer, dem Gesehenen noch einfach zu vertrauen, weil man das, was früher sehr aufwendig war, das Austauschen von Gesichtern, das Imitieren von Personen, vielleicht so aufwendig, dass man sagen würde, das war irgendwelchen Hollywood-Studios vorbehalten, halt in der Zwischenzeit mit einem Stück Software, Bildmaterial und einer Grafikkarte, wie man sie auch für anspruchsvolle Computerspiele verwenden würde, durchaus für jeden im Heimbetrieb imitierbar ist. Und wir laufen hier nochmal weiter und gucken uns jetzt mal an, wie man solche Manipulationen dann wieder erkennen kann. Ja, das heißt also, was wir hier jetzt sehen, ist mal ein Video, in dem wir uns das im Detail anschauen. Wir haben also jetzt unser Originalvideo auf der linken Seite und die Fälschung auf der rechten Seite. Und ja, so auf den ersten Blick kann man da schon durchaus getäuscht werden.
Jetzt läuft hier unser Algorithmus im Hintergrund quasi durch. Wir sehen jetzt die Ergebnisse. Und das ist jetzt das Ergebnis unseres Prüfalgorithmus. Was wir hier sehen, das sind sogenannte Ghost Artifacts. Das heißt, diese Geisterartefakte, diese Geisterspuren, die zeigen uns, an welchen Stellen in dem Video statistische Anomalien aufgetreten sind. Und die Erkennung von Deepfakes, die basiert darauf, dass man bei einem Deepfake ja ein Bild in ein anderes Video reinkopiert oder in jedes Frame des Videos kopiert man ein Bild rein. Dadurch entsteht ein Video, das zum großen Teil des Videos, nämlich alles, was nicht das ausgetauschte Gesicht ist, eine andere Historie hat wie diese Gesichtsregion. Das heißt, diese anderen Bereiche von dem Video, die sind anders aufgenommen worden, die sind anders komprimiert worden. Nur dieses Gesicht, das stammt aus einer anderen Quelle, hat vielleicht eine andere Kompressionsgeschichte und verhält sich daher statistisch gesehen auch anders, wenn man das Video erneut komprimiert. Das erzeugt andere Fehler, andere Abweichungen. Und mit entsprechenden Methoden kann man das ganz gut erkennen. Das heißt, wir können hier jetzt noch mal ein bisschen weitergehen, sehen jetzt gleich mal das Original und das andere drüber gelegt. Und hier sieht man jetzt eben, dass hier in der Gesichtsregion auf der linken Seite keine Artefakte zu sehen sind. Auf der rechten Seite ist eben genau dieses Gesicht mit Artefakten versehen. Was vielleicht hier auch noch auffällig ist, ist, dass so die Bereiche unten links und oben rechts, wenn wir jetzt vielleicht nochmal eine Erinnerung haben, wie diese Geisterartefakte platziert waren, die sind bei beiden Videos zu sehen. Und das liegt einfach daran, dass wir hier diese eingeblendeten Logos haben. Und die eingeblendeten Logos, die haben auch immer eine ganz andere Historie und ein ganz anderes Verhalten. Aber da man ja hier eine visuelle Überprüfung hat, kann man ja sehr gut feststellen, habe ich jetzt hier einen Alarm, der ausgelöst wird an der Position, an der ein Logo ist, oder habe ich einen Alarm, der eigentlich in einem Bildbereich liegt, bei dem man sagen würde, hier habe ich eigentlich keinen Grund dafür, dass ich das Material von dem Rest des Videos unterscheide. Und das ist dann ein Indikator dafür, dass eine Manipulation stattgefunden hat. Und das ist eben eine Methode, mit der man technisch sogenannte Deepfakes erkennen kann. Ja. So läuft das Ganze also durch und man sieht eben, das folgt dann auch der Bewegung. Das war also so ein kleiner Exkurs zur Deepfake-Erkennung. Das kann an der Stelle natürlich nicht vollständig sein. Es gibt in der Zwischenzeit Methoden des maschinellen Lernens, die auch wieder Deepfakes versuchen zu erkennen. Es gibt viele, viele neue Methoden, Deepfakes zu erstellen. Da haben wir also tatsächlich so ein Katz-und-Maus-Spiel, das uns wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile verfolgen wird. Was ich auch nicht verschweigen möchte, ist, dass es einfach auch Grenzen gibt. Also die Multimedia-Forensik hat ihre Beschränkungen und die Beschränkungen sind eben zum Beispiel, dass man nicht jedes Medium hinsichtlich von Manipulationen einfach untersuchen kann, beziehungsweise dass die Spuren von solchen Manipulationen dann auch wieder verwischt werden können. Wenn ich also einen hochauflösendes Video habe, 4K oder ähnliches, da meine Manipulationen durchführe und das dann irgendwie in eine VGA-Auflösung runterrechne, damit das dann eben so briefmarkengroß auf einem Smartphone angeschaut werden kann, dann werde ich da die Spuren der Manipulation schlicht und einfach löschen. Das heißt also, eine Lösung, die völlig unbeeindruckt von jeder weiteren Veränderung des Videos die Manipulation erkennt, die gibt es schlicht und einfach im Augenblick noch nicht. Und das ist hier in dem Beispiel halt eben auch gut zu sehen. Also wenn ich bei dem Video wissen wollte, ob das jetzt manipuliert ist mit technischen Methoden oder nicht, hätte ich wahrscheinlich als Forensiker nur wenig Chancen, weil das ist dann eben von einem Bildschirm wieder abgefilmt und dann wieder in YouTube verbreitet und da kommen so viele neue Spuren, so viele Vergröberungen, Veränderungen dazu, dass ich einfach aus technischer Sichtweise hier eigentlich keine Aussage mehr treffen kann. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen,
Wenn jetzt die Forensik sagen würde, ich kann hier keine Spuren von der Manipulation finden, heißt das noch lange nicht, dass das Video nicht manipuliert wurde. Es kann auch einfach sein, dass die Grundvoraussetzungen der Manipulationserkennung zu schlecht waren oder dass das Gegenüber die Manipulation so durchgeführt hat, dass gerade die Methoden, mit denen man die versucht, die Manipulation zu erkennen, die in irgendeiner Weise wieder entkräftet wurden, irgendwie wieder verschleiert wurden. Und damit komme ich dann auch zu einer Zusammenfassung, um einfach ein bisschen jetzt nochmal die verschiedenen Fragestellungen oder Aspekte zusammenzutragen. Also Nutzungsarten von Medien in Desinformation kann man sehen, sind einem heute hauptsächlich immer noch Bilder im falschen Kontext. Ja, und das funktioniert hinsichtlich der Erkennung eigentlich ziemlich gut. Da haben wir Fehlerraten im Promillebereich, Millisekundenberechnungen. Montagen sieht man seltener, kommen aber vor. Da sind wir dann im Prozentbereich. Bildmanipulationen sehen wir relativ selten, kommen vor, aber deutlich seltener als einfach das aus dem Kontext nehmen. Und da sind die Fehlerraten dann schon deutlich höher. Und das kann man eigentlich auch nicht mehr automatisiert in irgendeiner Weise prüfen, sondern ich habe eigentlich nur Werkzeuge, mit denen ich mir die Medien anschaue, Spuren darstellen kann. Und dann brauche ich aber immer noch Expertenwissen, um diese Spuren zu interpretieren. Und was Deepfakes betrifft, da haben wir im Augenblick so eine schnelle Entwicklung, dass wir einfach hier in einem Wettlauf zwischen Erstellen und Erkennen sind. Das heißt also, da wird niemand eine zuverlässige automatische Lösung zur Erkennung bieten können, weil einfach immer wieder neue Methoden auftreten. Und das war's dann von meiner Seite auch. Und ich schalte mich dann auch gleich wieder visuell. Das heißt, jetzt kann man mich auch wiedersehen. Und ja, also Rückfragen sind natürlich herzlich willkommen. Und jeder, der sich tiefer damit beschäftigen möchte, der findet sicherlich auch Publikationen und vergleichbare Dokumente im Internet. Ja, das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank, Martin Steinebach. Und es scheint, es sind keine Fragen offen geblieben, sondern es war sehr, sehr plastisch, sehr anschaulich. Es scheint alles verstanden worden zu sein. Vielen Dank für diesen Einblick. Und damit wollen wir auch tatsächlich nun in die Diskussion einsteigen. Wir wollen also schauen, welche Kompetenzen man braucht, um sich im Digitalen bei der Informationssuche zurechtzufinden. Und wir wollen natürlich wissen, welche Rolle spielt dabei die Neugier und kann vielleicht der Zweifel oder ja, das Hinterfragen, die Skepsis uns auch dabei helfen, vielleicht nicht auf Desinformationen, nicht auf manipulierte Medien reinzufallen, so wie Martin Steinebach uns das gerade eben auch illustriert hat. Oder gibt es eben vielleicht doch technische Hürden, an denen die Informationskompetenz zwingend scheitern muss?